da los? Mit dem W kannst du halt direkt diesen Dash einfach negieren. Der Insta-Lock. Und gegen Sinn ist halt genau das Gleiche. Richtig. Vor allen Dingen hat es ja auch einen anderen Impact als zum Beispiel in Cassiopeia diesen Move ähnlich versucht. Und hier, sehen wir es. Also Smack hat schon mal den Dodge durchgebracht. Also Speer ging daneben. Flash, in der Falle ist er auch nicht reingerannt. Flash. Zack, jawohl. Da ist er! Angekündigt! First Blood! Geht somit auch ganz entspannt an Expect an der Stelle. Der ist ja auch gerade auf der Botlane. Double Melee Support, Braum Alistair, das klassische Matchup. Jetzt aber erstmal Speer getroffen auf Q, der flasht weg. Oh, da kommt Peanut! Q sitzt, ja, Trick ist down. Der da kann noch, kriegt noch einen Turret Shot. Oh mein Gott. Ah, die Cola, die hat sich gerade komplett verteilt. Dann hätte er sich vielleicht die Schuhe kaufen können, aber wenn er lieber hohe AP-Werte haben will, weil. Oh, da kommt er! Expect! Schön gemacht, Speer hat auch gesessen. Diesmal ist er down. Diesmal nimmt er die Ult, um safe zu gehen. Schöne Ultimate hier. Oh. Nicht. Nee. War nur überhaupt so knapp, weil Peanut wusste, dass da ein Gank kommt. Trick jetzt hier unten zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Oh, stark Gage. Von Gorilla. Einnehmen das drauf. Miffy und sein Botlane-Kollege sterben halt sofort. Bei Smap sieht es so aus, als ob die Einnehmer einfach keine Skillshots sind. Sondern einfach wirklich gute Aktion von Rocks. Also das, den Dive kann man einem nicht übel nehmen. Miffy jetzt hier ohne mal ansatzweise safe im Jungle. Das ist so bitter, aber das erinnert mich wirklich an. Du denkst einfach nur, danke fürs Mal. Jetzt so. Jetzt prayen aber eine Position. Gute Ultimate. Der Idem auf drei Mann, das ist nicht gerade angenehm. Und Gorilla. Oh, Expect! Der ist am Start, wirft hier genug Leute hoch. Jetzt der Supporter und das gleiche gilt auch für den Top-Laner. Das ist kein optimaler Tausch, ja, wenn aber ich ehrlich bin. Nicht tanky hier an der Stelle. Also meistens nur, um eigentlich Peanut loszuwerden. Zack, da ist sie schon wieder, trifft aber niemanden! Ist er das einmal nicht gemacht und schon meine ist er tot. Güte. Er hätte bei seiner Konstanz bleiben sollen. Aber sie ziehen es einfach durch. Ich glaube, sie haben auch wirklich mit Smap und Kuro verdammt viel Schaden. Ja, G2 wirkt doch jetzt so langsam. Ich meine, Trick ist da, schön. Expect kriegt welche oh, eine oder andere dicke Kick. Zack, oh, zwei wichtige Leute raus! Das ist gar nicht so schlecht! Baron hat noch was smiten können. Peanut scheint ja auch davon zu kommen. Von Gorilla können wir das nicht sagen. Prey hier am 4 gegen 1. Wenn er hier einen mitnimmt, wäre schon richtig krass. Fällt nun aber. Baron ist starke down. Ult von Expect an der Stelle. Hätte ich Mindgames, die hier dazu führen, dass G2 irgendwelche Fehler macht, sondern sie. Schlafen einfach. Man muss ja dazu sagen, wenn sie jetzt verlieren, ist es halt over. Dann ist die Gruppenphase das vorbei. Das darf man nicht vergessen. Deswegen natürlich auch mitunter der Grund, warum sie so safe spielen. Jetzt aber da zack. Ist er. Oh, starkes Ding. Das war nicht schlecht. Man kann es aber trotzdem auf Perks Seite werden, aber nicht gegen die Ultimate von Kuro. Da wird man hardcore vertrieben. Der Schaden reicht nicht mal aus, um Trick zu töten. Da also hier Miffy verloren. Und irgendwann sagt man sich dann, ja gut. Ja, und er hat natürlich Gragas als Playmaker so ein bisschen abgelöst. Oh, jetzt Expect, der hat Kuro sofort ins Flash gezwungen. Der Knockoff ist da, der einnehmen noch wieder ganz gut. Perks muss ich da zurückziehen. Oh, jetzt hier Pina, ganz stark, aber sind der nein, der wird hier mit einem 500er Crit auseinandergenommen. Miffy, du kannst dich von deiner AP verabschieden. Stark gemacht von Expect nochmal mit der W-Aktivierung. Und noch Perks versucht sich hier für sein Team zu wehren. Das ist dann übel low. Teleport kommt jetzt raus, das soll es jetzt hier gewesen sein, Rox. Super Minions. Zack, da sind wir schon in der Zukunft, meine Freunde. Alpha Mark kurz vorgespult. Da konnten wir leider nichts für. Der Turret ist down und es sieht so aus, als ob die Rox Tigers hier das Spiel einfach mal mit einem Skip nach vorne beendet haben. Sehr sauber, weil G2 einfach pennt. Also wirklich entscheidende Momente verschlafen. Das war nicht irgendeine Niederlage, das war jetzt gerade offiziell ihr letztes Spiel mit irgendeiner Relevanz auf den Worlds. G2 ist mit 0-4 aus den Worlds ausgeschieden. Aber ähnlich war es ja mit Bart auch. Und irgendwann haben sie es halt verstanden, wie der Champion gespielt werden muss. Jace mit Base-Schaden arbeitet. Da kommt jetzt der schmerzhafte. Schöne Bart. Er hat keinen Flash, ist tot. Der muss jetzt sterben. Der muss sterben. Oh, Q nicht perfekt. Das ist egal. Grace Ult. Ne, brauchst du nicht hören. Aber tötet ihn. Bitter First Blood für Liquid. Dann reißt ihn Steos mit der Ultimate komplett die Hosen weg. Oh, jetzt kein der will baiten. Das ist ziemlich riskant. Das Q kam sauber durch Kira nun und zack. Oh, da ist noch die Grace Ult übrig. Das ist ziemlich gefährlich für Smitty hier an der Stelle. Zack, da dasht man nach vorne. Der Stun war da. Oh, hier hat es einfach probiert. Beide haben eine Ulti, die Long Range ist zum Engagen. Ja. Dann kommt natürlich der noch dazu, der bei Bart fällt. Oh, das ist riskant, was Dixel hier macht. Der wird jetzt hier ordentlich leiden. On the Hand aktiviert. Oh, dieser Bastard! Der ist so broken, Mann! Stark gemacht, das ist natürlich leider noch den Kollegen getroffen, aber das ist nicht schlimm. Hier flasht er sofort davon. What? Da war TP, das war so clever.
Affen, die Flash-Bart-Journey von Kutscher direkt abgeguckt. Spielen auf dem gleichen Server. Oh, Liquid, du bist down. Flash und Darshan wird jetzt hier gehämmert werden. Den könnte man jetzt abholen. Darshan im Gravitationsfeld wird zurückgeworfen. Kiras Damage ist da ordentlich hoch. Down. Zack, nimmt den mit. Aber Kira, ja, der wird sich natürlich jetzt auch verabschieden. Stell dir vor, Smurf hätte hier TP. Aber es ist so clever, diese kleinen Sachen. Das sind jetzt nochmal 30 Sekunden, die X-Media einfach nicht hat. Und Afremu hat keinen Flash. Ich sag mal, Afremu hat einfach häufiger so als Cannon Toplane. Zieht sie Smurf zurück. Oh, Nami Wave offensiv verwendet. Da bin ich ein ganz großer Freund von Kira! Oh, down. Zerreißt einfach Stixi gemeinsam mit Steos an der Stelle. One Kira ist, glaube ich, alles egal hier. Mehr Schaden mit dem Auto-Take als mit dem Q. Oh, hui. Oh, der nimmt aber Afremu erstmal auseinander. Der hat dann Null-Shocks gehabt. Schöner Knock-Up von Smurfy an der Stelle. Hui mit dem Exhaust. Der ist zu langsam. Dritter Kill. Und Bart kriegt verdient den Kill. Liquid hier. Ja? Schöne Ultimate von ihm. Smitty will auch nochmal Hallo sagen. Wird hier aber. Nee, der wird den Tschüss sagen. Oh, schönes Flash, aber direkt in Smurfs Hammer hier an der Stelle. Hallo, hier bin ich, CC. So ein Q von Alistar zum Beispiel. Haben sie einfach nicht. Deswegen kann CG jetzt hier auch gar nichts machen. Das sieht wieder so ein bisschen aus, als ob sie einfach nur zugucken. Hui prepared. Der Stun ist da. Oh, da nebenbei ist Smitty gestorben. Stixi. Ja, komm da nochmal davon. Ja, Smitty, der hat heute echt keinen guten Tag. Der geht ja schon wieder nach vorne. Schöne Ultimate. Hat aber nicht zum Kill gebracht. 20 Sekunden noch auf Smitty. Ein Inhib haben sie schon mal safe. Oh, jetzt da wollen sie aber Kira überrennen. Splittet. Jetzt ist er hier ein bisschen sehr, sehr low. Der ist so schnell mit dem Ghost. Meine Güte, kommt da weg, Gott. Aber die Crit. Nee, das geht nicht mehr. Deine. Oh, lol. Aber der Trade war mehr als worth. Für den Tank hier an der Stelle. Oha, Steos. Der kassiert ein bisschen, aber ihm ist das auch vollkommen egal. Smurf. Oh, da sind drei Mann drin. Hui, der war der Auserwählte. Smurf knallt ihn da einfach an die Wand. Jetzt wird hier X-Mitty nochmal gefoltert. Und Smurf ist halt alles egal. Wir werden einfach überrannt. Das passiert, wenn du 17.000 Gold nach 29 Minuten hältst. Über 20 Sekunden haben sie noch. Dann ist die 30-Minuten-Marke überschritten. Na, schaffen werden sie es wahrscheinlich nicht ganz. Aber ich bezweifle, dass CLG das hier noch verteidigen können. Albus, Freaking, Nox, Luna. Gewinnen nicht nur ein Spiel auf den Worlds, gewinnen nicht nur zwei Spiele, sondern sind auf dem besten Weg, hier ins Viertelfinale einzuziehen. CLG ist quasi der einzige Gegner noch. G2 ist ja schon raus. Wenn CLG nicht gegen G2 gewinnt, dann ist Albus weiter. Ja, und vor allem Trundles halt gegen Mini-Support sowieso relativ gut spielbar, vor allem, wenn er sonst ein relativ schwacher Support ist. Staking hinein. Das ist eine langweilige Mastery für ihn. Aber trotzdem effizient. Mit dem Gag. Darshan, der ist schon ziemlich low expect. Der muss sich überlegen, wie geht's denn jetzt am besten hin? Die Schrotkugeln tun schon ordentlich weh. Oh, flasht hier tatsächlich weg. Oh, das war's! Zack! Oh mein Gott! Nein, er kriegt den doch noch. Wow, da hat er auf jeden Fall noch. Ja, ist mir vielleicht mal verloren. Oh, das ist halt. Aber Trick muss smiten, oder? Die haben kein Smite. Ja, der wirft ihn jetzt einfach. Oh, Smitty stark gemacht. Hui, sofort mit dem Flash. Er kommt da hinterher, schnappt sich Perks. Hemoplague ist schon raus. Nochmal der verzweifelte Versuch mit der Ansicht. Power, aber es hat nichts gebracht. Vom Level her sollte er einen kleinen Vorteil haben. Trick ist nicht so aus, aber der hat gar nicht mehr so viel Leben. Trick muss aufpassen, hier nicht zu sterben. Trick ist down. Trick, was ist denn Sohn? Das? Was war das denn? Ultra obvious. Nee, Knight wurde, glaube ich, zum Rookie. Aber Spiel. Letzten Split. Wer, Perks? Ja. Nee, Trick. Trick war das? Nein, ich glaube, der war echt Pech. Smitty mit Hui zusammen. Das ist einer der großen Vorteile. Jetzt hier Ghost benutzt. Oh, das könnte reichen. Stark von Afremu. Stellt sich da davor. Mitty jetzt ebenfalls mit der. Und jetzt kommt nicht an. Reichweite. Wie bitter. Mitty ist auch nicht betäubt. Stixi hat natürlich das Besondere. Er ist Jhin. Der kann und auch nicht. Ja, und jetzt der wird Jhin hier noch helfen. Das ist so gestört. Schießt da rein. Oh, zack. Die killt nicht ganz. Spielt aber keine Rolle. Trotzdem wird sich hier Mitty verabschieden. Darshan ist so tanky. Dem ist alles egal. Ein Leben steht noch zur Verfügung. Da soll man ein bisschen aufpassen. Aber der haut den einfach eiskalt nicht raus. Hemoplague auf Sven. Also hier gibt es nochmal 500 Leben. Gegen Trick mit Sven Afremu. Er hält hier mit dem Schild einiges aus. Die Ultimate. Ah, oh, das ist gut. Da wird er hier abgeholt. Der sieht nochmal so ein bisschen ins Spiel zurückbringen. Man versucht jetzt mit der Jhin-Ult, mit Graves Ult nochmal zu verteidigen. Kriegt das sogar hin? Oh, mein Gott, der noch. Oh, Hemoplague! Ist auf drei Läufen drauf. Mitty kriegt den guten Heal. Aber Darshan wirft ihn hoch, wird ihn jetzt, denke ich, hier zack aus dem Leben hämmern. Ich glaube, Trick wird hier auch komplett weggeholzt werden. Selbst Hui kann halt. Ich meine, er kann nicht überragend pieren, aber mit der Ultimate 12% Schaden drauf machen. Expect, und Darshan, ja, der nimmt ihn jetzt auseinander. Der hat schon wieder seinen Stunt zur Verfügung und Expect. Ich meine, er kann halt nichts machen. Du kommst vor. Oh, KS aus 100 Kilometern. Im Prinzip ist er besser aufgehoben auf Stixi, muss man auch dazu sagen.
Also Poppy hat hier schon... Aber liebe Schammer, das war gerade 350 Schaden vom W. Smitty. Ah, der Fehlflash! Wie ärgerlich, aber lebt er trotzdem noch? Nein, der ist ult. Die haut ihn ja auseinander. Perks wird aber ebenfalls hier sterben. Der hat dann null Chancen. Und Sven mit dem Arcane Shift sich nochmal ein bisschen in Sicherheit gebracht. Sven, der gibt hier wirklich alles. Macht so einen guten Job. Ist hier eine konstante Bedrohung. Kriegst du jetzt ein bisschen weit vorn. Oh, hat der Draktar? Nee, nein. Draktar hat er witzigerweise auf Olaf abgebaut. Aber im momentanen Teamfeld-Szenario kam er bisher noch nicht einmal dazu. Mit dem ist er nochmal gestarnt. Autotech doch einfach, Hui. Will er nicht, ist ein bisschen müde. Afromu. Oh, der Heal, es reicht aus. Und Sven, mit dem 700er Grit die Seele einfach ausgerissen aus dem Körper. Trick ist auch low. Vielleicht ist der Dive-Versuch von Hui. Wird jetzt hier aber anvisiert. Hat kein Ghost. Der geht jetzt hier auf. Oh, viermal Ultimate. Jetzt kriegt er erstmal 10.000 Leben wieder. Zack, volle Harry. Und es reicht nicht mal. Andersweise Darshan von der Seite. Ploppt CLG einfach den Perks hier auseinander. Balanced Champs am Start. Ein Ebener geht da raus auf die Vasallenwelle. Wo gemerkt, oh, der gute Perks. Der wurde da festgehalten von Slicksay. Der macht hier auf jeden Fall ein gutes Spiel. Darshan mit dem Double Knockup. Oh, Q nicht getroffen. Das leider. War definitiv nicht schlecht. Jetzt kommt Sven aus der Base. Full HP. Kann er hier nochmal was machen, ist die Frage. Nee, alleine kann er nicht machen. Trixie muss nur seinen vierten Schuss irgendwie aufgeladen bekommen. Flash nochmal weg. Sven, der macht das hier richtig gut. Das haben sie gerade so gut gespielt. Oh, Trick. Der ist schon ein bisschen eingefroren. Hat kein Ragnarok zur Verfügung. Also damit auch keine sicheren Escape. Oh, Hui! Down. Oh, da oben Sven! Oh, der kommt halt nicht. Nein, Graves Ultimate. Jetzt 1v2 Expect wird gestunt. Das gewinnt er. Oh, starker Flash! Aber trotzdem noch vernichtet worden. Perks jetzt hier durch. Mit dem Stun. Kriegt den Support, aber wird sein Leben definitiv verlieren. Und damit Albus rauszukicken oder selbst quasi weiterzukommen. Die spielen jetzt so ein gutes Spiel runter. TP kommt raus. Schaden. Der schnappt sich wieder Perks. Und der Unleashed Power kriegt der XMT nicht down. Da ist der Morpher-Modus einfach viel zu effizient gegen. Kriegt er hier locker den Kill. Hui, der lebt halt immer noch. Hat sein nächstes Q gleich wieder zur Verfügung. Was macht Slicksay da? Das irritiert mich jetzt doch ein bisschen sehr, aber Trick. What? Oh, wartet Voll. Hier mit dem vierten Auto-Tag, beziehungsweise mit dem Proc von der Braun Passive, bis die Olaf-Ult abgelaufen ist. Ja, um nicht mal unbedingt den zweiten Platz, sondern theoretisch auch sogar noch um den ersten Platz. CLG hat gerade G2 besiegt und muss jetzt G2 anfeuern. Tatsächlich, ja. Wir müssen jetzt quasi mit diesem Game G2 nochmal die besten Wünsche auf den Weg geben. Bitte gewinnt gegen Albus. Wir haben ja gesagt, Smurf spielt gerne die Poppy und der Trundle ist eigentlich ein guter Pick dagegen. Syndra wird dich one-shotten, weil du so wenig Range hast. Also ich bin da echt nicht wirklich überzeugt bisher. Albus hat, denke ich, jetzt schon von Anfang an von der Champions League aus Nachteile. Oh, jetzt Flash ist raus, Speer sitzt, da geht er rein! First Blood für Steos! Wann hat er denn weggeflasht? Sagt, nee, oder einfach nur Standard-Kombo. Oh, mit der Trap kombiniert, die aber die Trap hat nicht getriggert. Nicht da darf man jetzt nicht mehr ganz hinlaufen. Oh Gott, Peanut, die Powerplays. Ich wusste gar nicht, dass das... Also, dann hat er aber Prey vielleicht noch einen Schritt machen müssen. Normalerweise reicht die Zeit. Q jetzt wieder bedroht hier. Q war gerade Level 6 geworden. Oh, das ist aber gefährlich. Ist unterm Turm. Nimmt aber Steos und tschüss. Albus. Wunderbar gemacht. Nox. Ja, und Kuro ist der koreanische Perks. So. Noch nicht Level 6. Oh, Double Stun! Aber jetzt, wohin? Wohin soll es gehen? Naja, das ist fahrlässig, um ehrlich zu sein. Dein AD Carry ist nicht da. Dein Midlaner wird gerade reingepusht. Aber Trundle definitiv. Oh, Steos. Hat keinen Flash. Sagt, da ist der Biss. Ist hier alleine. Auf jeden Fall in den Busch rein. Trifft nicht! Oh, wichtig! Smap macht weiter, aber der wird jetzt einfach nur sagen: Peanut, was ist mit dir los, ey? Smap ist alleine. Smap hat auch keinen Flash. Zack, jetzt wird man hier den Trundle chasen können. Oh, der Schaden, der war ja abartig von Kira. Der hat ja schon geisteslich, glaube ich, muss man dazu sagen. Rabadons, ist ja das Vladimir Rabadons, ne? Aber... Dass man ihn hier gerade so alleine gelassen hat, beziehungsweise er sich auch noch umgedreht hat. Oh, der hat das Ding gesmited, aber... Oh, wenn er jetzt wegkommt, wäre legendär. Nein, das darf er nicht. Sauberer Warchamp, jetzt der Turret Dive. Kuro ist aber down. Hier hat sich die Taric Ultimate gelohnt. Der Stun kommt ebenfalls durch Gorilla, da kein Bock mehr drauf. Liquid hat noch Flash. Oh, Peanut. Peanut trifft! Oh, der Flash da hinterher! Flash doch den Q! Oh, die LOL-Trends haben es doch.
Dass der Teleport nicht da ist, ist jetzt natürlich ärgerlich, aber gar nicht mal das größte Problem. Nämlich zeigt das einfach Unsicherheit bei den Blocks. Wird in Albus wiedergeboren. Jetzt hier die Ultimate von Kira Gorilla. Raus. Blick auf zwei Leute. Der ordentlich leben wieder. Der Fokus auf Gorilla eigenartig, aber er ist auch nicht unsterblich. Oh, der ist unsterblich, meine Güte! Mit vier Leuten drin. Jetzt so wird Liquid wieder abgerissen. Oh, das war auf jeden Fall nicht so clever, aber Liquid. Ja. Der stand vorher 0-1-0. Jetzt der Drache. Regierung ist drauf, aber Gorilla, der hat da keinen Bock mehr drauf. Das ist der Alistar. Das ist der Grund, warum Alistar gepickt wird. Skirmish. Ich denke Hobby auch. Ist halt der einzige Weg, um reinzugehen. Ich denke auch, die Engage waren jetzt nicht schlecht. Außerdem kann Nidalee, die immer erwischt werden. So, Liquid, der hat halt überhaupt kein Glück, ey. Oh! Oh! Oh, schade! Super close, aber erst Tarik. Da ist immer noch 15%. Sind nur 15. Oh, Prey! Zack! Der ist down! Ganz wichtig, zwei Gegner jetzt abgeholt. Frage ist, was macht jetzt Albus im Austausch dagegen? Versuchen sie Toplane zu helfen? Oder. Oh! What? Hat beide weggekriegt! Aber Prey, ja, der steht. Prey muss aufpassen! Prey muss aufpassen! Ja, der wird jetzt hier auch nicht umgelockt werden! Zack! Jetzt kommt nämlich der gute Kira dazu! Meine Güte, mein Rocks Gott. Outplayed! Hoch und das, 10. Könnte, das ist der Baron! Das ist wahrscheinlich das der Baron! Das war so gut! Ah, jetzt aber traut sich Miracle mal an den Turm ran. Halbes Hallo, Geld, ich bin Poppy! Moin. Zack, da ist der Stun, der geht auch total daneben. Liquid so mit extrem low. Poppy ult, zack, haut nochmal ein paar Leute weg. Den Support hat man verloren. Snap, der überlebt das nicht, Snap oder? Nein. Stark gemacht. Ja. Oh, oh mein Gott, Kira! Der outplayt die Leute. Yellow Star schon. Jetzt kommt die Cherrick ult. Ja, gut abgewandelt. Diesmal trifft der Flash. Oh, der ist sofort down! Der schade gegen Kuro, der hat nicht mal geflasht! Der hat es nicht mal ansatzweise bemerkt hier an der Stelle. Und Liquid, der ist tanky. Jetzt kommt der Knockup, Kuro vielleicht sofort raus. Trey. Der überlebt das ganze Smurf hier mitten drin. Hat da die Ultimate jetzt schön hochgeworfen. Prey, oh, super low. Oh, kommt noch davon. Ziehen sie das wirklich durch? Oh. Aber das, wenn man 9000 Gold... Das könnte nach hinten losgehen. Wiener ist zur Stelle. Kira, der tankt hier einfach 10 Monate lang, hat jetzt bereits den Pool draußen. Smurf, Poppy Ultimate. Der muss jetzt treffen. Hat nicht getroffen. Oh, der hat ihn geflasht. Also Peanut kann auch mit diesem Summoner-Spell erstmal nicht rein. Kira immer noch am Leben. Oh mein Gott! Der stealt den! Aber mit! Einfach mit der Syndra! Jetzt kann sich Steos durchsetzen. Ja, Smurf, auf der anderen diesmal Seite stehen. Gorilla mit der Combo, der hat sie wieder nicht hingekriegt. Jetzt Flash auf Cooldown Kira jetzt. Hat einfach nur... Oh, der down. Wurde jetzt aber umgeklopft. Da kam der Rabadon-Schaden durch, jetzt Steos dabei, oh wie Peanut gut, das hat nicht da funktioniert, ist im Sohn, ja. Aber man sieht schon, der Schaden, der wird einfach komplett negiert durch die Tarik-Ultimate, Kuro, der bleibt noch weiterhin, der reitet den nächsten Miracle ab, Rocks, carry. Die werden hier Rocks diesen mit Fight noch comeback. Gewinnen, Smurf zwar super tanky, aber nicht gegen 5 Mann, oh mein Gott, oh, da flasht er, oh, der Angel auf der anderen Seite, der aber Baron, der finishen, macht auch nur können Blödsinn. Nicht finishen. Miracle, wow, was war das denn für ein komisches E? Das ist ja sonst wohin geflogen. Die können nicht finishen. Oh, da oben. Da macht sich Smurf keine Freunde. Hat keinen Und hat er kein GA. Hat kein GA, oh, ist sofort oh, down. Kira möchte nun als nächstes sterben. Kriegt zwar nochmal ordentlich AP wieder, aber keine Hemoplague mehr zur Verfügung. Smap! Smaps Schaden ist da unten. Aber man will eigentlich nur den der Turret. Den haben wir bekommen. Freaking Nidalee Speer. Mit einem einzigen Speer. Fall 2 Inhibitoren. Das müsst ihr euch mal Speer. Überlegen. Ein einziger Speer. Oh, jetzt kommt Peanut. Smurf bereits mit der Ultimate, der muss jetzt jemanden wegschleudern. Mach's gut. Alistar Liquid schon wieder Flash im Kosmos. Wieder nach vorne. Kira jetzt ein bisschen anbeint mit Rot. Die Taste. Jetzt wird er nochmal beschleunigen. Smurf, der ist halt immer noch die Frontline. Der kann da was machen. Oh, der Heal. What Smurf the hell? 1 gegen 5. Einfach 1000 Leben zurückbekommt. Smurf, oh, starkes Weg, ganz wichtig. Und jetzt Kira mittendrin mit der Hemoplague. Gorilla ist down. Prey rankommt. Albus muss hier ganz schnell sein, sonst könnte das der Baron sein sollten. Nee, das wird jetzt, pass auf, das wird jetzt Karma werden. Rox hat mehrmals oh gestohlen und jetzt Gott. Wird Albus das könnte ganz... Das Game oh, sein. Smap! Smap hat es erwischen lassen, die CC-Chain ist da, er hat noch Flash. Kommt da noch. Oh, Steos! Oh, sein Stundenlass ist wieder da, aber unter ihm direkt die Trap! Genial gespielt. Oh mein Gott, das ist super bitter! Aber immer noch 4 gegen 4. Das hat 4 Schaden verloren. Botlane pushen natürlich die Super-Vasallen. Wie gesagt, AP wird auf Gebäude-Damage oder auf Gebäude draufgerechnet, wenn man die angreift. Man nennt ihn auch nur das. Oh, Gorilla, wen wird er jetzt welcher im Team kicken? Oh, der stuckt! Der kommt nicht bewegen! Tarik Ultimate, Trey. Kommt nochmal durch! Zack, da ist der Tank! Trey ist down. Down! Nein, ist er nicht! Doch, nein! Doch, der doch, jetzt ist er down! Trey ist down! Peanut, super low, Kira ist auch down! Aber das ist egal! Der Schaden von Braver hier, der entscheidende Aspekt ist das nach oben egal? Sind versalt. Ich sehe die Kira-Minions! Oh ab auf den Turret!
Oh, snap, jetzt muss man nur vorsichtig sein. Der will das Ganze Kuro wird hier an die Wand gebolzt. Kuro versucht ihn wegzuhalten. Der Turret ist super low. Stayos muss ihn zurückziehen. Peanuts. Er hat ganz Stunden lassen. Oh, Miracle muss sich da mal irgendwie wehren, aber gegen drei Tanks Miracle! Ist einfach. Wer der fällt wieder auseinander. Jetzt da kommt das Mord. Da kommt das Mord. Der ist hier im Supermodus. Oh, er hat keinen Mana mehr. Er hat keinen Mana mehr. Der hält ihn immer noch. Oh, Rekord, Gavin! Gorilla ist down! Kuro! Der Smack. Kriegt jetzt erstmal die Kollegen down. Smurf ist aber nur voller AP dabei. Nee, in meine Augen! Die Basis wird gepinkt. Der Smurf. Basis auf jeden Fall super Stress. Du es! Oh mein Gott. Die verteilen das immer noch. Unten steht es auch noch. 30 Sekunden noch bis Prayer am Leben ist. Können Kuro und Smap drei offene Inhibitoren Verteidigung. Alter, was ist mit Poppy los? Oh mein Gott, dieses Poppy. Game. Poppy. Smurf wird gestunt, Poppy. Smurf ist im GA, Smurf ist down. Oder ist er down? Smurf ist weg! Nein! Wieso flashen wir nicht vorher? Wieso flashen wir nicht vorher? Oh, der Turret. Nein, du wirst das Ding nicht angreifen. Nein! Nein! Mein Turm! Nein! Das ist mein Turm! Oh, hey. Die machen weiter, die haben die beste KI im Spiel hier. Nein, es reicht nicht. Oh, der Heilsfeinding am schnellsten hoch, der Sohn. Alter, was ist das für ein Game? Ich krieg ja einen Herzinfarkt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Aber genau so muss es gehen. Caitlyn muss in die Mitte. Oha, oha. Da ist ein Trap drunter. Taric Ultimate Gorilla. Ist schon mal raus. Gorilla, mach's gut. Du wirst hier auf jeden Fall nicht mehr helfen. Und das ist jetzt alles Zeit, in denen Rox nicht Wave-Clean kann. Hoplane ist jetzt gefährdet. Aber Prey ist egal, ob das Super-Minions sind, Baron-Super-Minions, Panzer, das ist der völlig greift egal. Einfach alles an. Oh, Miracle. Miracle. Oh, Peanut. Der ist gestunt. Halber AP verloren. Smurf denkt hier, was er kann, aber niemand kümmert aber sich um Prey. Aber der Tower ist down. Der Tower fällt. Der Auto-Tank ohne Ende. Oh mein Gott, ich sehe jetzt so, dass der Nexus von irgendwelchen Dudes angegriffen Kima wird. Kima braucht 5 Auto-Tanks, um den Nexus okay, zu töten. Okay, der Turret ist down. Der Nexus liegt frei, meine Freunde. Gott. Jetzt wird Lotto Rocks gespielt. Tiger. Die können das niemals. Einfach nur niemals können die das verteidigen. Nicht in 100 Zero Jahren. Portals. Die Taric Ultimate wäre jetzt super worth gewesen. Wo ist sie denn? Die wurde geht bereits auf den Nexus. Miracle ist bereits Nexus. Down. Fokussiert den Nexus. Linkrin macht das hier. Rox hat hier die Nexus. Möglichkeit, das Spiel aufzugeben. Oh mein Gott. Das der, ist der es. Taric. Du bist es. Immer noch hier. Nein, das es sind so viele Vasallen. Dreh dich doch mal um. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Doch, die Vasallen machen das. Die Vasallen sind das reicht. Einmal. Und das ist genug. Ist im Viertelfinale. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alves Lux Luna. Spektakulärer Sieg hier gegen Rox Tigers. Was der ist das? Der erste Platz aus Korea wird von dem freaking Wildcard-Team besiegt. Nach 70 Minuten gefühlt. Und das war kein verdammter Snowball. Das waren 70 Minuten Krimi. Eiskalt runtergespielt. Ach, du Rox erwürgt. Deswegen ist Ritzend sehr, sehr stark gegen A-Pillar auf der Sideline. Wie sieht das so aus mit Rise into Jace? Oh, die warten zu fünft in den Busch. Die warten zu fünft in den Busch. Oh Gott, das ist der Solo-Q-Super-Invade. Sven, it's time to tilt. Guten Tag. Oh mein Gott. Oh! Nein! 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 Das ist nicht passiert! Das ist zum Totlachen. Du kannst als Lucian den W von Alistar mit dem E quasi dodgen. Ja, aber das kannst du nur einmal. Das ist halt gezoned bis zum Mond. Oder man teleportiert einfach. Oh, der Root wurde mit dem Repel schon mal verhindert. Liquid ist down. Liquid ist schon mal tot. Der ist ja. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Ja, geht, kann nicht fest an die Seite gehen. Ein Rice kann übelst krass beschleunigen, muss man auch dazu sagen. Hat er auch Storm Raiders. Ja. Jetzt ist mal der Gang auf der Top, denke ich. So, Ultimate so hoch gecastet. Slakes sind drauf, gekühlt, sitzt 1. Ah, der Schaden. Ah, der ist nicht ganz hoch. Ah, doch, mit Auto-Takes ging das locker hin. Oh, der Turret. Der hat den auf jeden Fall nochmal gut angegriffen. Das wird ohnehin gegengeheilt, weil sie Warlock spielt. So, Perks. Der hat Lust zu kämpfen. Trick ist da. Kira kann aber aus der zweiten Instanz rausflashen. Somit auch Trick nicht gewillt, seine Ultimate einzusetzen. Kommt jetzt hier mit dem Repair noch an den Pink Ward dran. Trick, der hat Lust, der flasht. Jetzt muss. Wo ist denn die Ultimate? Mann! Super bitter! Und damit auch den Tod kassiert! Perks hat noch Flash. Und Smurf hier fleißig am Auto-Attacken. Hat noch den Red Buff so ein kleines bisschen drauf gehabt. Würde sie erledigt werden von Expect. Oh, Expect. Oh, die Spinne. Die Spinne umgedreht, wer? Jason Kenson sind die zwei Powerpicks, die wir auf dem Rest gesehen haben. Da sehen wir, was immer engaged war. Auch Perks. Diesmal doch geultet, so wer hätte es gedacht? Mein Lieber, war ein bisschen. Ist einfach hyper nützlich. Jetzt hier Smurf. Eventuell gezwungen, den Mahlstrom zu aktivieren. Protobelt, er muss flashen. Oder? Nein, er bleibt cool.
Sehr gut gemacht. Rotation von Liquid erfolgt nach oben. Das gleiche gilt. Oh, Trick, keine Vision. Zack, da ist. Oh, nein, die Trick. Ultimate. Das war so eine richtige Tilt-Ultimate. Trick hat Flash. Dodge den Q. Nee, sie müssen ihn auch töten. Zack, erste Runde. Das war schlau. Albus. Ich weiß gar nicht, man maxt den E, glaube ich, immer noch als zweites, oder? Oder sogar als erstes. Als zweites. Also. Normal ist W eigentlich der Start. Ja. So, oh, X-Back muss sofort raus. Tonewelt, aber mit der Ultimate hinterher ins ganze Team hinein. Trigger ist somit gestunt, aber das, oh stark! Liquid mit dem Schild konnte die ganze Graves Ultimate verschlucken. Oh, das Timing von dem Schild. Der Exhaust nicht mehr durch die Beat. Nicht mal Exhaust, kein Flash. Der Knockup von Mithy aber eigentlich genauso. Da wird man einfach outstunt. Wow, da ist war da trotzdem noch mit drin? Okay, wow, sah ein bisschen seltsam aus. Jetzt vielleicht aber in der Herald Palace da. Der Kameramann will lieber die Rauchgranate sehen. Oh, der Q hat nicht getroffen. Oh, Steos. Der Tänzer! Oh mein Gott! Liquid kommt zur richtigen Zeit schon wieder angeflogen! Das Ding ist natürlich, Almus hat nicht unbedingt wenige Mittel, um den AD Carry klein zu halten. Jetzt aber Steos. Oh, der Perl ist schon raus. Steos ist tot. Diesmal kann er nicht tänzeln. Ja. Alter, das ist der Wahnsinn! Es ist die Was Zeit ist so geil los aus. Mit dem Jungen? Wir wollen das Ganze jetzt aber contesten. Also Smurf ist schon auf dem Weg, der läuft hin, teleportiert nicht. Wieder am Dancen. Sven hat sein Schild raus. Oh, da kommt er! Ultimate sitzt hier aber nicht gerade super gut. Kima ist auch fast schon in. Liquid mit der Gletscherspalte muss ich jetzt langsam zurückziehen. Oh, der Schaden von Perks ist ja gar nicht so schlecht. Kein Mana auf Kira. Ultimate ging daneben und X-Back können jetzt vielleicht die Leute nach und nach abholen. Der erste ist down, Steos. Schafft es irgendwie trotzdem wieder raus. Wahnsinn. Nee, noch nicht. Ah, das ist nicht ist da in der Hand. Fällt. Liquid Drake ist weg. T2-Turm Mittelfeld auch. Also das. Und wo ist der Board? Oh, da sieht er. Leute, da ist ja, er noch. Kann halt nichts machen. Mökel ist jetzt aber wahrscheinlich auch down. Der ist hier nochmal weg. Zack, geslowt. Hier Knock-up. 3 Tode. 2 Türme. Insane, 70 Minuten Game gegen Tigers, einfach ein bisschen fertig sind. Das kann man die nicht, Bedeutungslosigkeit des Sieges von G2 ist einfach wow. Und hoch die Füße. Ja, nein. Ganz schön Snowball G2. Das stimmt. Kann man sich gönnen. Erde aber auch. Ja, ja. Und Feuer. Oha, schon wieder ein guter Schild. War dann schon einiges von Turks. Oh. Ja, Frank, Lettenschwalde geht durch. Und auf Teufel kommt raus die Mithy Ultimate. Kann man haben. Der verfolgt ihn auch. Oh, was macht denn Stay? Oha! Ordentlicher Schaden, den hier. Oh, Thunderlord! Oh mein Gott! Da hat er nicht mit dem Thunderlord Q-Pork gerechnet. Also, Freewind, sagst du. Das war wieder ein guter Punkt an der Stelle. Oha, Perks. 2 gegen 1. Was ist das für ein Schild? Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Kommt mit der Ultimate nicht ganz dazu, aber die Minions. Ultimate oh, die auch nochmal abgefangen. Kennen, Smurf ist hier gut am Start, kann Trick stunnen. Er ist immer noch betäubt. Jetzt hat er den Autodeck rausbekommen. Das und Expect, sein. Er rasiert ja, jetzt war's hier. G2 gewinnt tatsächlich doch noch ein Spiel auf den Worlds. Wahnsinn. Und das gegen das zweitstärkste europäische Team. Kaboom hier quasi so ein bisschen Albus noch. Könnten ihn theoretisch wirklich noch den First Seed versauen und uns noch um 1 Stunde Schlaf bringen. Na. Es sei denn, CLG gewinnt hier gegen Rocks. Ja. Die Möglichkeit besteht. Sie haben ja nicht umsonst das erste Spiel gewonnen. Aber ich sage nur 2 Worte. 3 Worte. G2 ist Rocks. Nee, ich sage 3 Worte, wenn es um CLG gegen Rocks geht. Und zwar Aurelion, Saul und Caitlyn. Naja, wird aber nicht durchkommen. Deswegen, meine ich ja. Wenn die beiden gebannt sind, dann sinken die Chancen für einen zweiten Sieg von CLG gegen Rocks wahrscheinlich um 90%. Ja. Generell ist die Comp von CIG, mit der sie quasi alles gewinnen. Aurelion, Sol, Caitlyn. Ohne diese beiden Champs wird das Leben jeder Gegner von ihnen deutlich, deutlich leichter. Das stimmt. Ja. Du bist halt auch sehr, sehr tanky. Also ja, im Endeffekt macht es wahrscheinlich mehr Sinn, um die CLG-Comp. Bei Rocks mit Jhin, mit Alistar, mit Elise. Da muss ich CLG auf jeden Fall in Acht nehmen. Und jetzt hier direkt der erste Gang. Noch keine Wards. Steht so weit oh, vorne. Oh, Stixi, warum steht er so weit in der Wand? Oh, da kommt die Combo. Der wird halt CC'd bis zum Mond. Das und dann ist er down. So, Smap wird sich bald in Mega nachverwandeln. Das ist mega ungünstig für Darshan hier. Ich glaube, Smap wird baiten. Und das muss Darshan jetzt lesen. Warum sollte Smap sich so dermaßen kaputt hauen lassen? Was ist denn das bitte? Oh mein Gott. Das war schlecht. Warum sollte sich Smap eigentlich so kaputt hauen? Ja, es war einfach schlecht. Es war echt immer bad. Okay.
Oha, Peanut, guten Tag. Ja, das ist halt grausam. Ich meine, du bist einfach bei der Red Buff. Wir erinnern uns. Weil du einfach nicht weiter verlangsamt werden willst. Gorilla, der Köder Main. Der aufs Maul kriegt Main. Ja, ist tot. Der Ignite Main. Und. Oh, der Heal! Aber er flasht, indem er tot ist. 1:1 getauscht. Oh, schöner Sidestep. Schöner Sidestep. Schöner Schaden. Schade. Also Runic, Echoes merkst du übelste Sorte. Ich glaube aber vom Gold her sind sich. Oh, da flasht er eiskalt. Und jetzt heißt es aufs Map einhauen werden. Hui, einfach komplett zerstört wird. Swap ist immer noch am Leben, der Wikinger bemüht sich, jetzt ist er da und jetzt muss er mal wegrennen. Repel ist drauf, ein Q-Nor. Oh, die Ult hat nicht getroffen. Oh, und auf allem Afrumu wollte mit dem Heal nachhelfen. Afrumu hat Ult gehabt. Hätte von Weitem schon zusteuern Wäre natürlich können. Nicht so einfach geworden. Jetzt, ob das so gut war? Ja, sie ziehen sich zurück. 2:1 Trade aber für die Tigers. So, man nimmt jetzt hier den Ocean Drake. Das wäre der zweite für CLG. Sieht man zu, diese Frage. Den Ultimate ist da, Afrumu, der schafft es nirgendwo mehr hin. Xmidi will trotzdem kämpfen. Darshan! Der haut schon mal Smap den Tank weg, aber man zieht sich zurück. Selbst seine Ulti. Smap ist gleich nicht mehr mega nah. Oh, schon wieder die Combo. Hui, wunderbar betäubt worden von Peanut. Und Darshan, ja, der wird hier auseinandergebracht. Darshan hat sein W angemacht, aber war, glaube ich, nicht ganz in Range. Also da ist der Alistair nicht interrupted worden. Das hätte das Ganze nochmal verändert. Killgitty aber auch nochmal ein Stixel. Bart Ultimate kommt zu spät. Stixel jetzt bedroht und will jetzt hier ebenfalls nochmal einen Kill abgeben. Rocks stompen sich in Richtung Tiebreaker tatsächlich. Irgendwann kommt auch der Punkt, wo dir ein Crit-Mantel, der ja genauso viel ungefähr kostet wie ein Langschwert, sogar mehr AD gibt als ein Langschwert, ja, dass ich einfach nicht mehr ein Langschwert dazu kaufen. Jetzt hier Ghost gezündet. Wehrt sich halt. Das, sag mal so, der Victor ist halt so der Draven der Midlane. Der hat ja nichts anderes außer Schaden. Hui! Auseinandergerissen! Schätzen bei einem nah, aber das Map weiß, wie gut er hier spielen, wie aggressiv er spielen kann, geht dementsprechend auch rein. Trade ist aber gar nicht mal so. Er ist alone und jetzt hackt man einfach den Mininat tot. Geht doch einfach zum Drake und holt den mit eurer Überzahlsituation. Oh, schon wieder Afrumu, der wird jedes Mal engaged. Drake kriegt ordentlich Damage gerade. Da ist er down. Oh, da muss er aufpassen. Das war super dumm. Wieso ist er denn noch in die Falle gelatscht? Das hat er doch gesehen. Das ist jetzt ein Trade für Drake wahrscheinlich, wenn CLG das schlau spielt. So gegen den Inferno Drake zu traden. Snap ist wieder engaged. Komplexes Ulti-Design. Ist einfach, das ist dafür, dass Malzahn einfach GG ist. Und das Spiel wieder sehr, sehr locker. Ghost gezündet von Hui ebenfalls. Oh, da kommt Smap von der anderen Seite. Verlangsamung ist trotzdem drauf. Hier ist die Combo. Hui, du hast Flash. Das hätte wirklich, also diesen Flash kann man wirklich entgehen. Das hätte man easy flashen können. Gegen Baron. Gegen Baron. Big Save bleibt aber da. Spielt ja auch keine Ultimate mehr. Also wenn der das jetzt spielt, dann hat Gorilla was falsch. Gorilla hat wenig Mana, kriegt jetzt hier ordentlich Schaden ab. Oh, der nimmt den! Stick Save, ganz stark. Mit dem Netzwerk kann immer noch kein, was ist das für ein ADC? Zwei Leute hier vernichtet und die Leute, die sind aber hier Olaf richtig low. Der Baron, der frisst eine Kuh, das ist überhaupt kein Problem. Prey und Peanuts, die haben den Baron. Das hat zwar funktioniert, aber keiner wird die wahrscheinlich tragen. Der wird hier noch verbrennen. Oh, sind die Albträume stark genug? Nein, sie nicht so. Oh, Prey, was mit dir los, ey? Oh mein Gott. Das ist bitter. Man weiß, man ist boostet, dann ist eine QSS manchmal gar nicht mal so unwichtig. Aber dadurch wird dieser Turm jetzt wahrscheinlich fallen. Afrumu wieder tot. Der ist so halt. So leid, ey. Der hat halt null Nutzen. Der fängt halt nur einen Spell ab. Kuro. Ich muss sagen, dass hier einen echt coolen Job macht. Also sein Silence-Feld, das ist kein cooler. Und das spammt er hier die ganze Zeit. Oh, Xmidi. Hard Engage in hier. Und Darshan mit dem Viermann. Aber Stixel nicht bedroht. Stixel überhaupt nicht angegriffen. Hier. Für Hui gilt das Gleiche. Verlangsamt die Leute permanent. Jetzt kommt Afrumu. Der hat Ultimate. Ja, aber der ist immer noch mit den Albträumen versehen. Jetzt die Bord-Ult drauf. Hui jetzt mit dem Silence. Das hat getroffen. Oh, oh mein Gott. Deadfire? Nee. Das reicht nicht. Deadfire? Ja. Den hätte man nicht lange halten können. Stixel hat ihn schon rausgepusht, so wie es geht. Okay, das ist ein interessanter Ultimate. Der wird sterben. Der wird sterben. Naja, aber es ist halt wieder nur das Teleport von Darshan in die Backline. Ja, er kann Kuro. Okay, jetzt kommt der Knock-up. Er will ihn unbedingt an die Wand hauen. Das klappt aber auf jeden Fall nicht immer. Ja. Ist Midi nun unterwegs? Kuro. Kuro muss jetzt sterben. Ja, schön gemacht. Das war. Oh, down. Mann! Warum denn? Hui, der war doch sicher tot. Denn Face Warp und ist wieder. Nötig. Wieder gut gedacht von CLG, aber Rox schlauer. Begibt sich hier in die Mitte, kriegt den Inhib. Was macht der denn? Afrumu will hier unbedingt die Crits abbekommen.
Frey, stattdessen selber dabei wegzuflächen, denn da schon gerade auf dem Weg. Sixay, der kitet. Nein, er wird da einfach komplett weggepinadet. Der hat ja schon richtig viel AP zur Verfügung mit Inhib. Ist jetzt ebenfalls gefallen. Smap macht das hier quasi im Vorbeilaufen. Das ist das Rocks, was ich erwartet habe. Aus schlechten Situationen sowas rauszuholen. Und vielleicht die finishen das Game wahrscheinlich. Ja. Das ist Game! Sieht ein bisschen danach aus. Vor einer Minute war das noch ein Re-Engage von CLG. Jetzt ist es ein 5-Mann-Ace. Jetzt ist es Game. CLG ist raus aus den Worlds. Gott. CLG ist raus. Oder? Oder? Oha. Da kam aber da schon noch ganz gut weg. Nee, die Leute sind halt so lange tot. Also Hui ist jetzt wieder da. Er hat doch seine Ultimate. Man hat jetzt aber den ersten Turm bereits verloren. Die spielen sicher. Zack, da ist die Ultimate. Hui, schön gemacht von Darshan. Konnte ihn. Oh, der Schaden mit dem Protobell. Das meinte ich mit sicher. Nein, also einfach nochmal reingehen. Das Game. CLG. Man muss dazu sagen, ROX super solide gespielt. Definitiv. Also CLG, klar, der Anfang war gar nicht so schlecht. Konnte da ein paar Sachen machen aus Dixie, die Carryhosen angehabt. Aber dann hat das gemeinsame Team sie ihm runtergezogen. Das heißt, wir sehen nun Albus vs. ROX Edition Nummer 3. Eventuell den Executioner oder so einbauen, er muss quasi wirklich sein Itembild so schnell wie möglich durchbekommen. Hat jetzt hier wieder noch volle HP und möchte gern die Warplane so ein bisschen unter Druck setzen. Ist hier einen leichten Qualitätsverlust, aber keine Sorge, das wird wieder normal gestellt werden. Liquid könnte aber mit ganz niedriger Auflösung gedeift werden. Oh, Teleport. So, Rumble. Oh, mein Flash, Kuhn! Uiuiui, das war ein hartes First Blood. Und auch Miracle wird jetzt hier drauf gehen. Smurf hat seinen Teleport auf die Lane verwendet. So, Kuro, der ist auf der Krabbe. Der chillt da erstmal, weil er dann so einen coolen Schatten wirft, als wenn er Ghost angemacht hätte. Auf den will man weiter unter Druck setzen. Man geht einfach eiskalt wieder hin. Gorilla ist der Köder. Q hat ein bisschen predicted. Und jetzt kommt Kuro einfach nur weh. Oh, wow, er tötet ihn echt mit dem Root. Das ist wirklich rude. Aber ist okay. Oh, stark gemacht von Steos in dem Moment. Kuro hat da gar keine Chance. Oh, Miracle kriegt auch ordentlich Damage. Botlane ziemlich unter Druck gesetzt hier. Oh, mein Gott. Vielleicht haben sie sich jetzt warm gespielt. Ja. Oder den Gegner ist vollkommen respektiert. Oh, stark von Prey. Sniped ihn da aus dem Leben. Botlane hier immer noch die eindeutigste Lane. Prey 3-0. Der hat auf diesen Worlds, ich glaube direkt im ersten Spiel sogar, im zweiten Spiel war es gegen CSG. Oh, Gorilla, der ist lebensmüde. Oh mein Gott, Peanut. Wieder mit dem epischen First Damage. Das wird den Kill und ja, der Bart ist down. Ist dann aber. Der hat beinahe noch einen Doppelkill rausgeholt. Nicht schlecht. Währenddessen kriegt hier auf der Botlane zumindest Damage, aber so, der Root. Die Ignite ist schon mal draus. Das heißt, wir wissen, dass wir den Kill haben. Ist starker geflogen. Ganz, ganz sauber gemacht. Verwandelt sich zwar mit dem Protoberg und Siegel damit sein Leben. Gleich auf der Toplane. 1 gegen 3. Okay, geht hier an Likrit natürlich wieder. Also im Prinzip könnten sie jetzt schon den Pokal mitnehmen, weil sie ins Viertelfinale gehen können. Protobert engage, into Q, ganz sauber. Peanuts Elise. Ja. Oh, schon wieder! Die Cocoons sind so sauer! Oh mein Gott, Kuro! Steos ist ein Tänzer, kannst sagen, was du willst. Ja, aber Steos so. Ja. Steos macht Breakdance. Peanuts und dann schon wieder Flash, Cocoon, jetzt Spinform, Repel, Q, down. Peanuts ist einfach so ein. Ja, vielleicht nochmal der Kollateralschaden. Oh, das hätte man stealen können. Jetzt aber das 1 gegen 1 auf der anderen Seite. Hätte wieder getroffen. Steos kommt dann nochmal gut weg. Ich glaube, er hätte gegen Ezreal gewonnen. Jetzt der Einebner. Der saß gar nicht so schlecht. Und Steos, der geht da. Oder? Oh nein, er lebt nicht. Aber man vielleicht trotzdem für ihn noch. Also es ist absolut chaotisch. Ich habe Gorilla hier mal hinbekommen. Auf der Topside ja, hat sich nicht. Miracle auch noch einen Kill, also ein 2-3-Trap, das ist sehr schöner Sidestep von ihm. Flash dann aber. Also es war eine Teamleistung. Was aber gut ist. Also. Es war eine Harpune gerade. Das war die zweite. Liquid. Ja, das Leben des Supporters, der Ward gehen muss, ist nicht schön. Auch wenn man mit Bart, die mit der Reise gute Möglichkeiten hat. Oh, schöner Flash. Aber oh, Peanut! Der Schaden. Der Schaden reicht aber nicht aus. Oh, lol, wenn's grau. Und dann noch die Leiche durch zwei geteilt mit der Banane. Dass er geflasht hat und dann auf den Flash wartet, fand ich das übel nice. Also, Kukun hat dann sonst hingeballert. Oh, hallo. Oh, das sind 4 Mann. Kommen aus einem bunten Kreis. Ah, das ist 28 Minuten, sind kommen wir jetzt gerade echt. Eigentlich wird sie kurz ein bisschen kürzer vor. Oh, Smash!
Snap, der Flash dann nach vorne, das Stundenglas wirklich gut eingesetzt. Alles so dermaßen low. Oh, Smurf, der kommt sogar noch weg. Hat sich da vorbeigetanzt, aber die SW-Ult. Eieieiei, das ist halt Folterei in Faun. Das ist halt das Problem, die Gegner von dem, was wir vor 3 Minuten gesehen haben. Haben wir jetzt oft schon Erklärungen gesehen, quasi. Man darf nicht vergessen, Rocks hat auch schon 3 Spiele gekriegt. Also, sie sind ja quasi in einer ähnlichen Situation. Der Unterschied ist quasi, Albus, die haben als Underdog hier gewonnen, wurden von allen gefeiert. Ja. Und Rocks war ein Spiel vor dem aus. Also, der Druck von ihm war ähnlich hoch. Und natürlich, wir haben jetzt Albus 1000 Mal in den Himmel gelobt, aber im Endeffekt ist eine gewisse Bewusstheit, sag ich mal, oder Durchhaltevermögen auch ein Attribut, was ein World Champion Kandidat haben muss, um weit zu kommen. Macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's!